Hallo, hallo. Dali. Halli. Halli. Hey. Hallo. So, hallo zusammen in meiner Holiday-Ferien. Jetzt habe ich noch den Krampf im Scheichen. Hey. Ja, wo sind wir echt denn da? Wo ist echt denn das? Im Lago Maggiore. Mal eine kleine Passstrecke fahren, hat er gesagt. Ja. Alter, die Spitzkehren, ey. Wow. Das stuhlt, ey. Das stuhlt, ey. Wow. Das Vorderrad hat keinen Kontakt mehr gehabt. Ich konnte nicht mehr weg. Junge. Sophia, komm, ein dritter Gang Power. Juhu! Juhu! Kleiner Power Wheel. Wie viele Kilometer sind es? 200? Über 200? Ah, okay. Doch, er brötzelt ein bisschen, habe ich gehört. Wow. Jetzt hat es mir fast den Lenker aus den Fingern rausgehauen, weil ich so Gas gegeben habe. Also gut, du noch eins. Ah, das war super. Schau, die wollte mitgenommen werden.
das ist so. Da gebe ich dir absolut recht. Mit der KTM bin ich auch immer ein bisschen am Üben. Ist ja mal ein geiles Strassli irgendwie. Ja, der Gang. Tu es. Uiuiui, das habe ich jetzt so zu spät gesehen. Ja, da sind wir. Ah, das ist gar nicht. Oha. Oh, das ist schön hier oben. Deine Fahrzeit war etwas über 4 Stunden. Mit Pause und allem waren wir über 5 Stunden unterwegs für die Kilometer, für die 230. Ja. Viel Kreisel, viel Stau, viel Verkehr und alles. Und einfach nur flach geradeaus. Und die einzige Kurve, die man mehr oder weniger hatte, war der Kreisel. Das war die Zeit. Da freut man sich dann wieder für zurück. Nein, nicht ganz. Aber das kann auch so geil werden, weil es ist ja alles richtig schön grün. Habe ich ja vorher schon gezeigt, ja. Perfekt. Schauen. Wie die Aussicht hier ist, die ist nämlich schon genial. Wir sind ja eigentlich auch schon in der Nähe von Toskana. Also Flachland ist eh vorbei. Da sieht man hier so grün, alles grün. Hügelig, kurvig, perfekt zum Töfffahren. Nur der Weg von Luino am Lago Maggiore hierher, der war wirklich zäh. So fahren wir. So ein Nebenstrassel. Oh, da ist Schneekettenpflicht. Haben wir unsere Schneekette parat? Ja. Ziel ist das Meer. Eine Wheelie-Kuppe, die aber in den Graben runterlandet. Das sind doch Eisstrassen, hä? Oh, den ersten Gang hätte er jetzt nicht wollen, hä? Was hast du denn gemacht, hey? Geht in die Arme, fuck.
kommt einer, kommt keiner, gut fahren. Ja, ich war die ganze Zeit am Filmen jetzt, ja. Oh. Ja, du musst echt der Straße folgen, das ist nicht so. Wow! Ui! Füße haben geschliffen. Zu fest am Rand. Ich war vorher auch zu fest am Rand. Ich war fast zum Verhängnis geworden. Ein schneller Flitzer. Ja, da ist die Uhr Bodenwelle. Hey Manuel, das ist doch ein bisschen anders, ha? Oh. Ah, es hat gelandet. Das ist aber eine geile Strecke. Nur, dass ich es mal gesagt habe. Und die Aussicht ist auch genial. Nur, dass ich meinen Kopf nicht richtig drehen kann. Das ist ein bisschen schade. Mit diesem huren scheiß Rucksack, der mich stört. Ja, ich konnte rechts schauen. Ich kann auch noch ein bisschen rechts schauen. Aber es ist geil, Mann, es ist geil. Ich habe eine gute Route gewählt. Hier links so, wunderschöne Landschaft. Bodenwellen sind auch am Start. Und Stivo, wie geht's, wie steht's? Geht. Jetzt gescheiter.
Hill, ich sehe es. Nächste Baustelle. Der Gang Willi-Kuppe. Obwohl, dass ich so weit vorne sitze, dass es das mit dem Rucksack nicht mehr so stört. Der höchste Punkt war schon dort, wo das Restaurant war. 1041, genauer gesagt. Boah, die Steine, die es da aufspickt. Ich darf jetzt nach dem Feuch auffahren. Das ist ein geiler Pass. Es waren sicher 50 km. Nur eine Passstrasse. 60 km Passstrasse. Ja. Ja, ich habe es endlich geschafft, ans Meer zu kommen. Da ist es. Da rechts. Ich wollte den Kleider raus. Das Gepäck können ablegen. Aber das ist. Ja, das ist in Zukunft. Weiss ich es besser. Wenn ich so ein Rearpack montiert habe hinten, ist es einfach nicht gäbig, wenn man noch Rucksackkanne hat. Ich habe viel zu viel Zeug mitgenommen, es ist sehr ungäbig. Ja, es ist einfach... Ich muss aus diesen Kleidern raus, wirklich. Schnell unter die Dusche, oben runterkommen. Dann kann man zu mehr chillen und dann bin ich wieder guter Laune. Momentan bin ich noch nicht so wirklich guter Laune, also... So, jetzt geht es hier scharf rechts. Und dann haben wir es auch schon geschafft. He? Jetzt muss ich schnell schauen, was zeigt mein Navi zeigt. Ah, ja. Wo ist es? Oh, Achtung. Mike ist überfordert. Weißt du, ich gehe mal uns hierher. Also, machen wir eine kleine Rundtour. Jetzt sieht man ein bisschen mehr. Melonen. Hier schauen wir uns. Ganz viele Teigwaren. Tortelloni, Zucchetti, Peperoni, Käse, Pesto, Snack. Was aufzählen? Alles Mögliche. Lauch. Ja. Aber nein, das ist gerade schon Lauch. Was ist das? Du bist der Lauch. Was ist das? Fenchel? Nein, was ist das? Sie, was hast du da gemacht? Ach, klar. Ich weiß ja. Also, dann geht's weiter. Hier ist die Stube, die Küche. Da kommen wir näher noch dazu. Ja, geht's hier rein. Dann, was haben wir hier? Ein Schlafzimmer. Da ist jetzt das Licht noch an. He? Wo ist denn da der Schalter? Ist das der? Okay, alles klar. He? Dann geht's weiter. Hier ist auch noch ein Schlafzimmer. Dann haben wir hier das Badzimmer.
Ja, das ist doch gut, wunderbar. He? WC, da, Dusche. Immer hier Spiegel, nicht? Peace. Fernsehen, wo wir eben nicht brauchen. So, willst du gerade vorzeigen, wie es geht? Ja, ich weiß nicht, wie lange das ist. Ist jemand vergast. Du musst drücken. Ja, ist doch gut. Gut, perfekt. Dann geht es hier raus. Hier raus kann man essen. Hier jetzt noch ein Brünneli. Hier jetzt eine Spülmaschine. Perfekt. Dann sind wir hier halt ein bisschen versteckt. He? Couch, Rasen, ein Hundeli. Ja. Ist doch nice. Uiuiuiui, fast die Stegen abgefallen. Dann geht es hier weiter. Dort ist der Mond, aber ja, mal, das ist eigentlich unsere Gegend. He? Ja, mal, ist das doch gut. Jetzt geht es noch an den Strand, wenn wir gegessen haben. Jetzt ist es. Zweite Unterlage. Okay. Essen bereit. Aha. Zähne füllen mit Bullshit. Das ist schon so, ja. Der Strand geht irgendwo dort hinten bei diesen Hügeln an. Geht bis dahinter, wo man im Hintergrund die Hügel sieht. Also, ich würde sagen, mehr als genug Strandfläche.